wie gesagt, man muss ja immer ein bisschen realistisch bleiben. Und hätte uns vorher jemand gefragt, ob wir mit dem 7-0 einverstanden sind, hätte jeder gesagt, ja, natürlich. Als Trainer ist man halt leider immer so ein bisschen, ja, man achtet eben auf die Details. Und wenn man halt ganz ehrlich ist, dann, klar, hätten wir noch ein paar Tore mehr schießen können, müssen, sollen, wie auch immer. Und dementsprechend, ja, aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Wir sind zufrieden und daher passt alles. Nee, nicht mal die Chancenverwertung. Was mich so ein bisschen geärgert hat, war einfach die Situation, dass wir den Ball teilweise haben zu langsam laufen lassen. Einfach eine Passschärfe rein, den Ball einfach schneller laufen lassen, weniger Kontakte und dann einfach zu gucken, ob man noch weiter Torchancen kreieren kann oder nicht. Das war so ein bisschen das, was mich heute geärgert hat. Aber ansonsten, klar, Torchancen haben wir ja schon die ganze Saison, wo wir haben ein paar liegen lassen. Aber das ist jetzt kein separates Thema mehr, wo ich sage, da habe ich mich jetzt besonders drüber geärgert. Ja, ich denke, Blau-Weiß hat schon eine kompakte Mannschaft, sind gute Jungs dabei. Ja, ich kenne ja noch einige sehr, sehr gut. Also die werden sicherlich auch alle motiviert sein, hier aufzudribbeln. Also da wird es vor allem darum gehen, in erster Linie erstmal den Kampf anzunehmen, den sie uns hier anbieten werden. Und dann hoffe ich, dass wir die 3 Punkte hier behalten können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.